Weihnachtsmärkte in Wien werden sehr, sehr stark zelebriert. Es gibt insgesamt ungefähr 20 verschiedene Weihnachtsmärkte, die sich alle von ihrer Aufstellung oder von ihrem Produktsortiment oder von generell vom Thema unterscheiden. Hallo. Bitte. Bitte. Ja, bitte. No, no. Und zwei für die Tasse. Ja. Das ist einfach. So. Das ist einer drin, kannst du. Aha. Was draufsteht, ja? So wie das er harmoniert. Sehr harmonisch. So, also. Das Angebot auf den Weihnachtsmärkten in Wien und in Österreich ist sehr stark Richtung Kunsthandwerker ausgelegt. Und das österreichische Kunsthandwerk, die österreichische Art und Weise, die Weihnachtsbäume zu dekorieren und die Weihnachtsgeschenke, die ganz speziell in Österreich gefertigt und angeboten werden, unterscheiden sich sicherlich sehr stark und bieten ein breitflächiges Angebot an. Dadurch, dass die Zinnfigur eine sehr, sehr alte Tradition bereits hat, also die unmittelbare Geschichte der Zinnfigur beginnt vor 250 Jahren, wo die Zinnfigur in größerem Maßstab produziert wurde, hat man natürlich auch eine sehr große Vielfalt an verschiedensten Typen. Und die Zinnfigur hat nicht nur jetzt den Auftrag, die Soldaten darzustellen, sondern man findet auch alle anderen Dekorationsgegenstände, verschiedenste Berufe, verschiedenste Lebensbilder. Also ein Wahnsinn mit einem anderen Katz. Aha, mit einer roten, nicht? Ja. Kaiserschmarrn ist eine typische österreichische Spezialität, die schon zu Kaiserszeiten produziert wurde. Dazu gab es sogar eine sehr nette Anekdote, nämlich die, der Koch des Kaisers wollte einen Palatschinken machen, Pfannkuchen machen für den Kaiser und ist ihm leider misslungen. Und daraufhin servierte er ihm diesen zerrissenen Palatschinken und der Kaiser sagt, was ist denn das für Schmoren? Und der Koch des Kaisers sagte, das ist des Kaisers Schmoren. Ich bin bestimmt. Ich mag die Würste sehr gern. Die Würste auf dem Christus Weihnachtsmarkt. We haven't really gone around the whole market yet. Handmade stuff. Handcrafted.
pastries and the chocolates and the food. It's great. Die vielen Stände, der schöne Baum, aber leider kein weihnachtliches Wetter.